Warum sind denn alle so hektisch heute Morgen? Der Stamm bricht Richtung Süden auf. Wir müssen uns auch vorbereiten. Ja, Kari, kleiner Dachs, schnell, ein Freund ist zur Welt gekommen. Leise, Kinder, es ist ganz neu unter uns. Oh, ist das niedlich. Ob ich mich vielleicht darum kümmern könnte? Soll ich ein Seil holen? Dann kannst du es gleich einfangen. Ach nein, das hat doch noch viel Zeit. Zuerst muss es versuchen, sich an meinen Geruch zu gewöhnen. Dann nimmt es mich an. Wie lebendig es ist. Nennen wir es doch Feuerpfeil. Feuerpfeil. Dem Namen wird es große Ehre machen und ihn mit Stolz tragen. Hey, guten Tag, Feuerpfeil. Und ich heiße übrigens... Das du gefangen hast? Wunderschön. Ja, allerdings. Und es war gar nicht leicht, es zu zähmen. Eines Tages wird Feuerpfeil ein genauso schöner und großer Mustang sein wie dieser. Aha. Ich kann's kaum erwarten. Mein Sohn, du darfst dein Herz nicht an dieses Pferd hängen. Nicht? Aber Vater, wieso? Er wird hier aufwachsen und irgendwann... Nein, Feuerpfeil werden wir dem Häuptling eines Stammes schenken, dessen Gebiet wir auf unserer Wanderung in den Süden durchqueren. Wie? Es ist ein alter Brauch, dass wir dem Stamm, dessen Gebiet wir durchqueren, ein Friedensgeschenk darbieten werden. Und je wertvoller das Geschenk, desto mehr werden sich die Stämme ehren und achten. Wir können doch so ein junges Fohlen nicht von seiner Mutter trennen. Sei ohne Sorge, Yakari. Ein Mustang findet sich schnell wieder zurecht. Die Ehre des Stammes gilt es jetzt zu bewahren. Des Stammes. Wenn Regenbogen das erfährt. Was ist los, kleiner Donner? Wölfe, sie treiben sich hier rum. Das spüre ich. Wölfe. Da sind Wölfe, Regenbogen. Wir müssen den Jägern Bescheid sagen. Dann lasse ich auf Feuerpfeil allein. Er hat seine Mutter. Und kleiner Donner wird ihn beschützen, bis die Jäger da sind. Warte hier, das ist viel zu gefährlich. Im Tipi wird dir nichts passieren. Vater, ein Wolfsrudel. Sie schleichen sich an die Pferde ran. Binde mein Pferd sicher an. Kühner Rabe, stolze Wolke, ein Wolfsrudel ist in der Nähe. Folgt mir zu den Mustangs. Wilder Wind. Ganz ruhig. Das ist das allererste Mal, dass ich einen Menschen verstehe. Das ist meine Gabe. Ich kann mit Tieren sprechen. Versprich mir, dass du nicht wegläufst. Ich muss zu den anderen. Ich verspreche es dir. Kleiner Donner! Wir haben es geschafft. Die Wölfe sind geflohen. Aber es war ein sehr schwerer Kampf. Dein Mustang hat die Weide wütend verteidigt. Du kannst stolz auf ihn sein, mein Sohn, wirklich. Zum Glück sind alle Pferde nur leicht verletzt. Oh nein, Feuerpfeil ist verschwunden. Die Wölfe kehren sicher zurück, seid wachsam. Sie haben das Fohlen vielleicht eingekreist und weggetrieben. Doch wir können die Verfolgung nicht aufnehmen. Viel bedeutender ist der Schutz des Stammes. Alle Jäger stellen sich sofort rings um das Dorf herum auf. Ich fühle mich so schlecht, weil ich Feuerpfeil doch nicht beschützen konnte. Ich habe nichts gesehen. Ich hatte so mit einem Wolf zu tun. Es war ganz sicher ihr Leitwolf. Du kannst nichts dafür. Nein, dem Fohlen ist nichts geschehen. Es braucht unsere Hilfe. Suchen wir zusammen die Fährte der Wölfe? Yakari, ich habe Angst vor den Wölfen. Aber ich werde natürlich mitkommen. Danke, kleiner Donner. Feuerpfeil, wir retten dich! Du
Spuren der Wölfe gehen in verschiedene Richtungen. Welcher folgen wir? Keine der Fährten stammt von dem Fohlen. Wir sollten umkehren. Und dann enttäuschen Regenbogen? Das bringe ich nicht fertig. Wir könnten ja... Ey! Hey! Yakari, kleiner Donner, was macht ihr denn für Gesichter? Wie schön, dich zu sehen, Großauge. Dann schlafe ich hier weiter. Tut mir sehr leid, mein Freund, das geht leider nicht. Ach, hast du vielleicht hier im Wald ein verirrtes Fohlen gesehen? Ein Fohlen? Oh nein, kein Fohlen. Nur ein Tier, dem es gar nicht gut geht. Ein ganz scheußliches. Ach ja? Dann führ mich zu ihm, Großauge. Sei vorsichtig, Yakari. Großauge hat gesagt, es sei ein scheußliches Tier. Naja, hatte ich recht. Für mich ist das ein scheußliches Tier. Das ist der Leitwolf, den ich verjagt habe. Bleib da weg! Großer Wolf, ich bin Yakari. Bist du verletzt? Zeig mir deine Pfote, großer Wolf. Vielleicht kann ich dir helfen. Tu das nicht, Yakari, er wird dich auffressen. Oh nein! Bist du allein? Ich habe den anderen befohlen, mich zurückzulassen. Ich will sie nicht aufhalten. Deine Pfote ist nicht gebrochen. Ich komme gleich wieder. Bleib ganz ruhig, großer Wolf. Was? Also haben sie jetzt doch Angst bekommen. Ha! Schmieriger, schleimiger Schlamm. Es ist schmerzhaft, aber nicht wirklich gefährlich. Mit der Zeit wird die rote Erde deine Schmerzen lindern. Wo ist dein Rudel jetzt hingelaufen? Wir haben eine List, um Verfolger ziemlich sicher abzuhängen. Wir laufen auseinander und treffen uns am schwarzen Felsen wieder, der so glänzt. Wir suchen nach einem Fohlen. Es ist seit eurem Angriff vorhin verschwunden. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Darum haben wir ja auch eure Pferde angegriffen. Aber was dein Fohlen angeht, habe ich keine Ahnung. Danke, großer Wolf. Du wirst sicher bald gesund. Ja, seid vorsichtig. Nichts ist gefährlicher als ein Rudel ohne Leitwolf. Was ist eigentlich ein Fohlen? Großer Wolf kommt nicht zurück. Ich bin jetzt euer neuer Anführer. Das Fohlen ist gar nicht bei Ihnen. Lass uns verschwinden, bevor... Was sucht ihr zwei hier? Ich bin Yakari, ein wahrer Freund aller Tiere. Du sprichst unsere Sprache, ja? Und du spionierst uns aus? Ich suche hier ein kleines Fohlen, das... Du wirst doch verstehen, warum ich Rauhe Hauer heiße. Das Pferd gehört euch. Nein, tut ihm bitte nichts. Großer Wolf! Lass die beiden in Ruhe. Du kommst zu spät. Das Rudel hat einen neuen Anführer, mich. Der kleine Mensch verdient unseren Respekt. Er hat mich gepflegt, trotz seiner Angst. Du hast überhaupt nichts mehr zu sagen, großer Wolf. Los, erledig das Pferd! Du gehorchst oder du verlässt das Rudel. Wenn einer von euch was über das Fohlen weiß, Rauer Hauer oder ein anderer, dann raus damit. Das Rudel hat das Fohlen nicht gesehen. Ich glaube dir, großer Wolf. Danke für alles. Geh zu deinen Leuten, Yakari. Von nun an habt ihr vor uns Ruhe. Aber wenn die Wölfe Feuerpfeil nicht haben, wo steckt er dann? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann jetzt nur eins tun. Ich muss Regenbogen die schlechte Nachricht überbringen. Feuerpfeil! Feuerpfeil, ich bin ja so froh, dich gesund wiederzusehen. Feuerpfeil, dein Name ist schön. Jetzt brauchst du Regenbogen keine schlechte Nachricht zu überbringen. Ja, Kari, wo seid ihr denn gewesen? Regenbogen, Vater. Wir sind euch entgegengeritten. Aber
Aber wir hatten doch überall im Wald nach Feuerpfeil gesucht. Nach dem Fohlen? Das hat aber das Dorf nie verlassen, Yakari. Oh, das ist unmöglich. Das ist möglich. Ich erzähl's dir, Yakari. Warte hier, das ist viel zu gefährlich. Im Team wird dir nichts passieren. Oh, Vater! Ich habe deinen Rat nicht befolgt, Yakari. Als du die Jäger geholt hast, bin ich zur Weide zurückgekehrt, um Feuerpfeil zu holen und ihn in einem Tipi in Sicherheit zu bringen. Nur keine Angst, Feuerpfeil, komm mit mir. Wir haben dort gewartet, bis die Wölfe weg waren und dann sind wir wieder rausgekommen. Dein Ausflug zu den Wölfen war recht unvorsichtig, mein Sohn. Aber eins bewegt mein Herz sehr. Wenn mein Sohn so voll Sorge ist wegen eines Fohlens, ist es von unschätzbarem Wert für ihn. Also werden wir Feuerpfeil behalten. Und das Friedensgeschenk für das Stammesgebiet, das wir nun durchqueren? Es muss einen großen Wert haben, denn die Ehre des ganzen Stammes hängt davon ab. Ich verschenke mein neues Pferd, Wilder Wind. Oh. Feuerpfeil bleibt bei uns, kleiner Nonna, er bleibt bei uns. Was für eine schreckliche Hitze, der ganze Stamm hat so einen Durst. Oh. Zum Glück gibt es noch den Fluss. Gestern war das Wasser aber noch da. Schnell, kleiner Donner, wir müssen allen Bescheid sagen. Der Fluss ist verschwunden, vollkommen ausgetrocknet. Es gibt nicht mal mehr einen Rinnsal, um einen Schlauch zu füllen. Nicht einmal bei dieser Hitze kann der Fluss in ein paar Stunden verschwinden. Das kann unmöglich sein. Was auch immer es ist, der Stamm kann nicht ohne Wasser überleben, also müssen wir vorziehen. Aber wohin denn, Vater? Nach Norden, zu einem See. Der Weg dorthin ist weit. Es wird bald Zeit, das Lager abzubauen. Oh. Nicht weinen. Mama wird dir Wasser suchen, mein Schatz. Der Stamm muss fortziehen. Du bist doch bereit für den Aufbruch, müder Krieger. Natürlich. Ich beeile mich. Du solltest aber nicht zu lange in der Sonne liegen. Sonst schmilzt du. Dann bleib da. So ist es schön schattig. Meinetwegen gern. Das war's mit dem Baden. Und Fische werden wir auch nicht mehr fangen. Nicht verzagen. Bald wird es wieder möglich sein am großen See. Was sollen die Tiere machen? Was soll ohne Wasser aus ihnen werden? Sie können ohne den Fluss nicht leben. Vielleicht kommt das Wasser irgendwann zurück. Irgendwann? Naja, und wenn nicht? Vielleicht kann der Fluss irgendwo nicht weiterfließen. Es kommt doch vor, dass Flüsse austrocknen, wenn es lange sehr heiß ist. Nein, das ist viel zu schnell passiert. Da stimmt was nicht. Wo willst du denn hin? Das Flussbett hinauf. Ich will wissen, warum das Wasser aufgehört hat zu fließen. Hier ist etwas Wasser für unterwegs. Und vergiss nicht, dir genug für den Rückweg aufzuheben. In 2 Tagen ziehen wir los. Du solltest nicht zu spät kommen. Aber wenn der Fluss wieder fließt, müssen wir nicht fortziehen. Und die Tiere werden gerettet. Möge Mutter Erde dich immer versorgen und beschützen. Lass uns die Biber besuchen. Vielleicht haben sie den Fluss aufgestaut. Hast du etwa das ganze Flusswasser getrunken? Natürlich nicht, so ein Unsinn. Meine Kehle ist genauso ausgetrocknet. Beruhigt euch! Streifen bringt das Wasser auch nicht zurück. Schöne Worte, aber sie stillen unseren Durst leider nicht. Stimmt, aber hier ist Wasser. Wasser? Ich brauche es. Du bist wirklich sehr großzügig, Akari. Wie können wir dir nur danken? Wisst ihr, ob es zum Biberdamm noch sehr weit ist? Das kommt auf den Weg an. Es gibt eine Abkürzung, dadurch den Wald. Etwas Wasser, kleiner Donner? Noch nicht. Wir sollten es uns lieber einteilen. Nein! Ich habe Durst. Warum gehst du nicht auf, du verflixtes Ding? Du wirst den Schlauch kaputt machen, dann ist das Wasser verloren. Los, gib mir das wieder, dann werde ich mit dir teilen. Sei vorsichtig, Yakari. Bist du gar nicht böse auf mich? Nein, ich verstehe dich sogar. Es nützt uns nur nichts, wütend zu werden. Danke. Das ist sicher das erste Mal, dass sich der Kakaju bedankt hat. Oh, die
Biber sind alle weg. Hier ist auch kein Wasser mehr. Na los, da! Hm? Durchhalten, Freunde, wir schaffen das! Tausend Mäuler! Na los, komm, bring die Äste hierher! Und damit Erde abdichten! Beeilung! Ich... Jetzt nicht, Jakari, es ist keine Zeit! Diese kleine Pfütze, da ist alles, was vom Fluss noch übrig ist! Und die müssen wir retten! So, das hätten wir geschafft! Großes Biber-Hurra! Oh, oh nein! So eine Katastrophe! Er ist wieder geheilt! Der Darm ist wieder heil! Gute Arbeit, Jakari! Ich muss beglückwünschen, denn ihr habt es geschafft, ein bisschen Flusswasser zu retten. Eigentlich dachte ich schon, ihr würdet den Fluss am Fließen hindern. Wie kommst du denn nur auf so etwas? Der Fluss ist unter ein und alles, also passen wir sorgfältig auf ihn auf. Aber warum fließt das Wasser dann nicht mehr? Das würde ich auch gern wissen. Besonders, weil unser Vorrat nicht mehr lange reicht. Jakari, kurz bevor es aufgehört hat zu fließen, kam so ein komisches Geräusch aus den Bergen. Von den hohen Felsen da hinten. Danke, meine Freunde. Immer noch kein Wasser. Die Biber haben zum Glück deinen Schlauch gefüllt. Hm? Hörst du das auch, kleiner Donner? Das kommt von da. Was ist denn passiert? Ich habe im Flussbett überall nach was zu trinken gesucht und bin hier im Schlamm versunken. Sei vorsichtig, Jakari. Vergiss nicht, was deine Mutter gesagt hat. Du brauchst noch was für den Weg zurück. Ohne deine Hilfe hätte ich mit den verklebten niemals wieder so schön fliegen können. Vielen Dank, Jakari! Trink du zuerst, kleiner Donner. Es tut mir sehr leid, Jakari. Der Schlauch ist vollkommen leer. Das war der Rest deines Wassers. Und du hast gar nichts getrunken. Wir müssen jetzt zurückkehren. Wir dürfen nicht ohne Wasser weiterreiten. Wenn ich jetzt aufgebe, was soll dann bloß aus den Tieren werden? Ich bin stolz auf dich, Jakari. Höre mir zu. Der Fluss entspricht der Erde. Und dann verschwindet er unter den Füßen der Riesen. Aber was soll das bedeuten, großer Adler? Es ist an dir, das herauszufinden. Doch bewahre stets deinen Mut, Jakari. Auch Mutter Erde ist stolz auf dich. Schnell, du verausgabst dich zu sehr. Und wenn schon, die Zeit ist knapp. Wir müssen den Fluss jetzt finden. Oh, da sind Bisonspuren. Noch mehr, überall Fährten. Die Riesen, von denen großer Adler sprach, sind Bisons. Es gibt so viele Bisons hier. Könnte es sein, dass sie das ganze Wasser trinken? Guten Tag, Jakari. Und, erkennst du mich wieder? Ich bin Kleiner Huf. Ich hatte mir mal den Huf verletzt, da hast du mir sehr geholfen. Kleiner Huf, ihr habt so ein Glück, Wasser zu haben. Es war Hölzernes Horn, unser Leitbulle, der uns hergeführt hat, um unseren Durst zu stillen. Folge mir, ich werde dich zu ihm bringen. Na du, kleiner Huf, wen bringst du mir denn da? Jakari, ein Freund, er spricht unsere Sprache. Was kann ich für dich tun, Jakari? Weiter unten in der Prärie ist der Fluss ganz trocken und alle haben schrecklichen Durst. Nur zu, nimm von unserem Wasser. Die Bisons sind nicht eigennützig. Großer Adler hat mir gesagt, dass das Wasser unter euren großen Hufen verschwindet. Wie bitte? Wir stehlen das Flusswasser? Willst du das etwa damit andeuten? Oh nein, ich will euch nicht beleidigen, sondern ein unerklärliches Rätsel lösen. Folge mir, Jakari. Ich will dir jetzt mal etwas zeigen. Sollte es gleich brenzlig werden, spring auf meinen Rücken.
Siehst du nun, kleiner Siox, wie das Wasser fließt? Nein, wir Bisons nehmen niemandem etwas weg. Der Fluss entspringt der Erde und verschwindet dann unter den Füßen der Riesen. Genau diese Worte hat mir Großer Adler gesagt. Dein Adler irrt sich aber. Wir Bisons haben den Fluss von jeher geachtet. Und da hinten, was ist das? Die Wölfe haben uns angegriffen. Und wir hatten große Angst. Alle stürmten wie wild davon. Die Erde hat unter unseren mächtigen Hufen gebebt. Riesige Felsbrocken sind aus dem Berg gebrochen und bis hierher gerollt. Dann muss das der Krach gewesen sein, den die Biber gehört haben. Ja. Das Rätsel ist gelöst. Durch den Felsen hat sich die Richtung des Flusses geändert. Unter den Füßen der Riesen. Dann hattest du also doch recht. Wir haben die Prärie ausgetrocknet. Nein, das stimmt nicht, hölzernes Horn. Das war ein Versehen. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, euch allen das Flusswasser zurückzugeben. Den gibt es. Was die Kraft der Bisons zerstört hat, wird von ihr wieder hergerichtet. Sprich, Yakari, und ich werde dir helfen. Alle zusammen, meine Freunde, und mit voller Kraft! Los, helft alle mit! Der Fluss braucht das Wasser zurück! Ja, lass uns sehen. Vielen Dank, Yakari! Endlich fließt das Wasser wieder durch das ganze Tal! Großartig, Yakari. Er hat's geschafft. Yakari ist der... Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Denn wer sich um das Wasser kümmert, kümmert sich um das Leben. Komm, wir gehen baden. Das Wasser ist so